Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen bei deinem neuen Fundamentalcheck von Modern Value Investing. Du siehst es, ich warte auf unseren neuen Aktien-Podcast, damit ich euch auch hier wie immer im Live-Chat mit begleiten kann. Und wir sprechen ja oder haben gesprochen über 11 EM-Aktien für dein Depot. Heute, am Tag der Aufzeichnung, geht nämlich die EM los. Und wir haben ja 11 Unternehmen mit dabei, weil man sagt ja auch 11 Freunde müsst ihr sein. Und diese schauen wir uns jetzt mal an. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Ausrüster Nike. Nike, ein tolles Unternehmen. Ich hatte sie lange Zeit im Depot und ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich ärgere, dass ich hier nicht mehr mit dabei bin. Der Qualitätsscore 12 von 15 Punkten. Das Umsatzwachstum auf 5-Jahres-Sicht, okay, 4%, aber auch der Gewinn geht zurück. Aber ich glaube, das ist nur von kurzer Dauer, weil man betreibt schöne Aktienrückkäufe. Hätte man 1980 1.000 Dollar investiert, wären daraus schon 728.000 Dollar geworden. Und die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren 20,61%. Der Dividendenscore 13 von 15 Punkten. Seit 21 Jahren haben wir hier eine Dividendensteigerung. Und der Wachstumsscore 5 von 15. Okay, das Unternehmen ist hier aktuell eingeschlafen, aber der Börsenwert von über 200 Milliarden US-Dollar ist natürlich auch schon enorm. Wir sehen natürlich hier, Nike kennt eigentlich sportlich gesehen nur den Weg nach oben. Dann gab es hier einen leichten Rücksetzer, aber das ist natürlich auch der Pandemie geschuldet. Aber man hat es geschafft, sehr, sehr viele Kunden in das Online-Business zu holen. Und das birgt natürlich auch sehr, sehr viele Chancen, weil man sich den Großhändler spart. Wir sehen, dass die Anzahl der Aktien super schön zurückgeht und das gefällt mir richtig gut. Die Dividende, wie gesagt, sie erhöht sich kontinuierlich. Earnings per Share, hier haben wir den Dämpfer, aber das ist wie gesagt nur von kurzer Dauer. Die Ausschüttungsquote unter 30%, das gefällt mir richtig gut. Eigenkapital wird mal auf, mal abgebaut, aber natürlich macht man jetzt sehr viel Shareholder Value. Du siehst es hier oben, das heißt, man kauft einige Aktien zurück vom KUV. Ja, da kennt Nike eigentlich nur eine Richtung. 5er KUV schon relativ hoch. KGV auch hier, was soll man dazu sagen? Die Dividendenrendite war auch schon mal schöner. Aktuell gibt es nicht mal 1%. Wir sehen die Eigenkapitalquote 33%, die Fremdkapitalquote 67%. In der Vergangenheit bis 2017 war es so, dass Nike mehr Eigen- als Fremdkapital in der Bilanz hatte. Was mir super gefällt, ist, wie robust dieses Unternehmen ist. Die Bruttomarge, sie schwankt kaum und auch die EBIT-Marge ist sowas von konstant. Das gefällt mir richtig gut. Schauen wir uns Daten an und da sehen wir natürlich auch hier, Analysten rechnen jetzt wieder mit mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Earnings per Share und auch mehr Dividende für die Aktionäre. Und wir sehen es auch hier, bis 2023 soll der Umsatz von 37 Milliarden auf 52 Milliarden auch nochmal zulegen. Der Gewinn natürlich auch, das KGV kommt dann auch hier wieder runter. Wir sehen, der Petrofsky-F-Score 5 von 9 möglichen Punkten, alle Aktienqualitätsscore 9 von 10, Dividendenadel 3 von 4, High Growth Investing 4 von 16. Fazit, tolles Unternehmen, aktuell doch sehr teuer bewertet. Wenn man sich hier überlegt, dass man hier einsteigen möchte, sollte man wirklich mit einem sehr langen Horizont hier einsteigen, weil das Nike in naher Zukunft den Markt outperformen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das so passieren wird, aber tolles Unternehmen, tolle Produkte, die sie haben, wirklich cool. Schauen wir uns an, was haben wir hier noch? Bet at Home und da kommen natürlich die Dividendenjäger auf ihre Kosten. Und da muss man natürlich sagen, Bet at Home ist natürlich, naja, das ist fragwürdig vielleicht für manche die Anlage, aber trotzdem ist es eigentlich ein Unternehmen aus Deutschland mit einer Durchschnittsperformance von 11,56% im Schnitt pro Jahr. 2005 1.000 Euro investiert, hätte man auch schon einen Ten-Bagger. Die Dividende enorm, 6%. Man schüttet sehr, sehr viel aus. Deswegen auch der Dividendenscore 11 von 15 Punkten. Der Qualitätsscore 8 von 15 Punkten. Man bemängelt ein bisschen das Umsatz- und das EPS-Wachstum. Aber Dividendeninvestoren kommen meiner Meinung nach hier wirklich, ja, die kriegen hier ordentlich was geboten. Und machen wir uns nichts vor, Fußball-EM im Moment, also wird auch vermutlich mehr und mehr gewettet. Die Anzahl der Aktien, sie stagniert.
Die Dividende, es ist immer ein Auf und Ab, je nachdem, wie gut oder wie schlecht das Geschäftsjahr läuft. Finde ich aber auch sehr gut. Also man ist bestrebt, natürlich hier ordentliche Dividenden zu bezahlen. Also 6%, 5%, wieder 6% oder dann auch 7%. Wir sehen das KUV 2,8, auch in Ordnung. KGV ist auch mit 11,9 völlig in Ordnung. Wir sehen hier die Entwicklung, dass man tatsächlich aktuell jetzt mehr Fremd- als Eigenkapital in der Bilanz hat. Aber auch hier die EBIT-Marge 28%. Das ist enorm. Von jedem Euro, der gesetzt wird, bleiben 28 Cent hängen. Analysten gehen davon aus, und das sehen wir auch hier, die Umsätze sollen zulegen, die Gewinne sollen zulegen und auch die Dividende soll wieder ordentlich angehoben werden. Wir sehen auch hier die Ausschüttungsquote, sie ist doch schon sehr hoch. Wir gehen nochmal zurück, weil das interessiert mich jetzt natürlich auch. Und ich bin wirklich gespannt. Wir sehen hier, ja, also über 60% ist hier keine Seltenheit. Der Kurs ist schön runtergekommen, muss man tatsächlich sagen. Also für Dividendeninvestoren vielleicht hier wirklich ein gefundenes Fressen. Der Petrovsky F-Score 6 von 9 möglichen Punkten. Alle Aktien Qualitätsscore 5 von 10. Dividendenadel 2 von 4. High Growth Investing 4 von 16. Fazit: Ich glaube, Sportwetten ist ein enorm großer Markt. Und wenn man das spielen möchte, warum dann nicht mit Bet at Home? Aber es gibt natürlich auch noch andere Anbieter. Jetzt für alle schlechten Verlierer habe ich heute mitgebracht oder wir haben mitgebracht Essity. Essity ist aus Schweden und wer kennt Essity nicht? Jeder hat es eigentlich vermutlich im Haushalt. Ich rede von Tempo-Taschentücher. Wir sehen, der Qualitätsscore 11 von 15 Punkten. Die Durchschnittsperformance in den letzten 4 Jahren ist nicht enorm. 3,69% 2017. 1.000 schwedische Kronen investiert, wären daraus 1.155 geworden. Die Dividende, seit 4 Jahren wird Dividende bezahlt, Wachstumsscore 7 von 15 Punkten, Umsatzwachstum stagniert eher rückläufig. Wir sehen aber auch hier, naja, es ist eine Stagnation. Die Frage ist, brauchen die Leute mehr Tempotaschentücher, mehr Küchenpapier, weil da sind sie natürlich auch sehr, sehr stark mit Eigenmarken. Aber vermutlich ist der Margendruck hier relativ hoch. Ich bin gespannt, wenn wir uns gleich die Marge anschauen, wie es denn hier aussieht. Was schon mal gut ist, die Anzahl der Aktien, sie wird nicht erhöht, die Dividende, sie steigt, Earnings per Share geht auch in die richtige Richtung, die Ausschüttungsquote, reifes Unternehmen, 50%, Eigenkapitalquote, ja, sie steigt und wird aufgebaut. KUV 1,7, also nicht wirklich teuer, KGV kommt auch hier runter, aktuell bei 20. Das deutet immer darauf hin, wenn man zum Beispiel bei so einem Unternehmen, was schon relativ reif ist, trotzdem eine hohe oder ein solides, hohes KGV hat, im Bereich von 20, dass man hier doch eine gewisse Robustheit hat. Und das sehen wir hier auch bei der Profitabilität. Bruttomarge knapp wurde jetzt ausgebaut auf 32%, EBIT-Marge 13%, Gewinnmarge 8,4%, 32% Eigenkapitalquote, Fremdkapitalquote 68%. Ich gehe davon aus, wir haben hier ein stark Cashflow-starkes Geschäft und wir sehen auch hier, Essity ist es gewohnt, mit mehr Fremd- als Eigenkapital zu operieren. Schauen wir uns die Daten an. Und auch hier sehen wir, Analysten rechnen mit mehr Umsatz, steigendem Gewinn, steigendem Earnings per Share und steigender Dividende für die Aktionäre. Der Petrovsky F-Score 8 von 9 möglichen Punkten, alle Aktien Qualitätsscore 4 von 10, Dividendenadel 2 von 4, High Growth Investing 6 von 16. Also, ich finde, es ist ein cooles Unternehmen. Ich denke, man könnte sich das mal wirklich anschauen und immer, wenn es einen ordentlichen Rücksetzer gibt, warum hier auch mal nicht einsteigen und sich ein schönes, robustes europäisches Unternehmen ins Depot holen. Als nächstes schauen wir uns an Heineken. Heineken natürlich für alle, die auch beim Fußball anstoßen wollen. Heineken ist ja eigentlich, ich kenne das immer nur so, wenn man irgendwo ist und es gibt Heineken-Bier, dann sind alle immer, oh, Heineken, das ist aber schön. Und wir sehen der Qualitätsscore 7 von 15 Punkten. Heineken hat es eigentlich auch geschafft, über Jahre hinweg bis zur Covid-Krise schön zu wachsen. Die Durchschnittsperformance 9,35. Und 1995 1.000 Euro investiert, daraus werden gewonnen 10.200 Euro. Also auch hier hätte man wieder einen Ten-Bagger. Der Dividendenscore 2 von 15 Punkten, Wachstumsscore 4 von 15 Punkten. Schauen wir uns die Daten an. Und hier sehen wir natürlich, das geht eigentlich immer schön nach oben. Und man erwartet aber, dass erst 2023 man wieder an die Vor-Covid-Umsätze anknüpfen kann. Die Anzahl der Aktien, sie geht leicht zurück, steigt aber auch mal, also es ist sehr opportunistisch. Hier wurde sie auch mal ausgesetzt für 2020, soll jetzt aber auch wieder zulegen. Ist aber auch gut, weil wir sehen es auch hier, wir haben hier einen Verlust von 35 Euro Cent und das ist dann natürlich nicht schön, wenn man dann aus der Substanz eine Dividende zahlt. Die Ausschüttungsquote, solide 40%, Eigenkapital wird aufgebaut. Wir sehen aber auch hier, der Markt nimmt natürlich jetzt aktuell viel vorweg.
KUV schon 2,9. KGV, ich bin gespannt, aktuell 23. Dividendenrendite soll es dann jetzt, wie gesagt, auch schon wieder geben. In der Bilanz sehen wir hier einmal bei der Entwicklung. Ja, Heineken ist es gewohnt, mit deutlich mehr Fremd- als Eigenkapital zu operieren. Liegt vermutlich aber auch daran, natürlich muss man tatsächlich sagen, dass das Alkoholgeschäft auch ein sehr Cashflow-starkes Geschäft ist. Bei der Marge, und das gefällt mir doch ganz gut, die Bruttomarge ist in Ordnung, also knapp 40%. Im normalen Jahr haben wir eine EBIT-Marge so um die 15% und eine Gewinnmarge von 9%. Das ist doch solide und das erklärt auch, warum die Aktie meist immer so zwischen 20 und 30 ist, weil eigentlich dürfte die Marge hier nicht wirklich pendeln. Wir sehen hier den Petrofsky-F-Score 4 von 9 möglichen Punkten, alle Aktienqualitätsscore 6 von 10, Dividendenadel einer von 4, High Growth Investing einer von 16. Fazit zu Heineken. Sie sind ein großer Bierkonzern. Sie haben starke Marken, das muss man auch sagen. Starke Marken bedeuten natürlich auch, dass man höhere Preise verlangen kann und dass die Menschen sich einfach freuen und auch bereit sind, mehr zu bezahlen als zum Beispiel für eine Marke, die keiner kennt. Und ist das dann wirklich eine Marke? Als nächstes braucht man natürlich auch Softdrinks und Snacks auf einer Fußballparty. Und da haben wir dir mitgebracht die Pepsi Company. Und auch hier war ich öfter mal investiert. Und ich hoffe, dass ich hier irgendwann mal wieder reinkomme und Pepsi, schau es dir an. Die Aktie läuft und läuft und läuft. Wäre für Softdrinks und Snacks mein Basisinvestment im Depot. Die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren 7,9%. Natürlich, jetzt werden einige sagen, Mensch Philipp, damit gewinnst du keinen Blumentopf. Aber du siehst es hier, schau dir das mal an. Der Kurs mit der Dividende würde jetzt schon fast doppelt so hoch stehen, weil natürlich auch Pepsi es schafft, jedes Jahr und das schon seit 35 Jahren die Dividende immer Jahr für Jahr anzuheben. Dazu gibt es Aktienrückkäufe. Ich finde sie deutlich besser als Coca-Cola. Der Wachstumsscore 6 von 15 Punkten. Schauen wir uns die Daten an und auch hier sehen wir, klar, es geht immer auf und ab, aber Pepsi macht auch immer strategisch sinnvolle Zukäufe. Zum Beispiel jetzt mit dem SodaStream. Das ist, war für mich eine hervorragende Übernahme. Aktien werden kontinuierlich zurückgekauft. Sehr gut. Dividende wird kontinuierlich erhöht, eine sehr schöne Treppe. Earnings per Share geht eigentlich auch immer in die richtige Richtung. Die Ausschüttungsquote finde ich auch in Ordnung. Ja, also für so ein reifes Unternehmen 70% völlig okay. Eigenkapital wird mal auf, mal abgebaut. Vom KUV sehen wir auch hier, aktuell sind wir angekommen bei 2,9. KGV, das geht auch immer mal schön auf und ab und man kann auch mal bei Pepsi hier mit einem 15er KGV einsteigen und das sind die Momente, wo ich sagen würde, jetzt kaufe ich Pepsi. Die Eigenkapitalquote 15%, sehr, sehr gering, aber sie zahlen sehr wenig Zinsen auf ihr Fremdkapital. Das kann man im Annual Report nachlesen und seit 2008 schaffen sie es mit mehr Fremd- als Eigenkapital in der Bilanz sehr solide zu arbeiten. Und wir sehen auch hier die Bruttomarge über 50%, fast 15% EBIT-Marge und eine Gewinnmarge von 10%. Also was will man eigentlich mehr bei einem Basisinvestment? Schauen wir uns den Petrofsky-F-Score an. 5 von 9 möglichen Punkten. Alle Aktienqualitätsscore 8 von 10. Dividendenadel 4 von 4. Und hier siehst du es auch nochmal unglaublich. High Growth Investing 4 von 16. Fazit. Wir sehen es auch hier. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Earnings per Share, mehr Dividende, steigender Dividendenrendite über den Zinseszins. Also, wenn man ein Basisinvestment im Bereich Nahrung tun möchte, mit Getränke gepaart, und Snacks, dann denke ich, ist man hier mit Pepsi deutlich besser aufgehoben als zum Beispiel mit einer Coca-Cola. Als nächstes haben wir Just Eat Takeaway. Ich bin gespannt, ob es hier jetzt auch schon, ja, ob es hier jetzt auch schon Daten gibt. Nein, das scheint nicht der Fall zu sein. Schade eigentlich. Und ob das Unternehmen so toll ist, naja, ich bin in Domino's Pizza investiert. Ich finde es einfach besser, wenn man gleich eine Infrastruktur hat. Kommen wir dann zu Cloudflare und hier der Disclaimer, ich bin investiert. Und einige werden sich jetzt fragen, hä, warum denn Cloudflare als EM-Play? Weil wir gehen davon aus, dass immer mehr und mehr Fernsehen, ich mache das persönlich auch selber, über das Internet gestreamt wird und Cloudflare macht hier ja eine, ja, die Datenautobahn. Wir sehen auch hier die Durchschnittsperformance in den letzten 2 Jahren, 157%, 2019 1.000 Euro oder Dollar investiert, wären daraus auch schon fast 5.200 Euro geworden. Klar, Qualitätsscore 4 von 15, man ist noch Profit negativ, das ist ganz wichtig, aber natürlich die Cashflows sind schon positiv,
Dividendenwachstumsscore 3 von 15, Wachstumsscore 11 von 15 Punkten. Das Umsatzwachstum ist enorm und ich glaube, hier schmeißt man irgendwann auch die Maschine an, ähnlich wie bei Salesforce, und wird dann ordentlich auf Gewinnmaximierung gehen. Was wir hier sehen, Analysten rechnen mit deutlich mehr Umsatz, der EBIT und auch der Gewinn geht in die richtige Richtung. Die Anzahl der Aktien wird nur leicht verwässert. Earnings per Share, wie gesagt, noch negativ. Das kann sich aber hier auch sehr schnell ändern. Eigenkapital wird aufgebaut. Von der Bewertung her enorm hoch. 67er KUV, KGV noch negativ. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 57% in der Bilanz. Demgegenüber stehen also folglich 43% Fremdkapitalquote gegenüber. Aber Cloudflare holt auf, was die Eigen- und Fremdkapitalquote angeht. Wir sehen auch hier die Bruttomarge extremst hoch, über 70%. Und wenn man anfängt, den Hebel umzulegen und das auf Gewinn- und EBIT-Wachstum umzulegen, dann dürften hier die Gewinne eigentlich nur so sprudeln. Wir sehen den Petrovsky F-Score 3 von 9 möglichen Punkten. Alle Aktienqualitätsscore 1 von 10, Dividendenadel 0 von 4, High Growth Investing 8 von 16. Analysten rechnen mit deutlich mehr Umsatz. Das EBIT wird jetzt langsam hochgehen. Der Gewinn, wir sollen Gewinn positiv sein. Aber wie gesagt, wir sind schon Cashflow positiv. Ich finde, das Unternehmen ist genial. Deswegen bin ich natürlich auch investiert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch dank Marcel, dank der Charttechnik geschafft, hier relativ gut reinzukommen. Wie viel die Performance ist, das erfährst du natürlich wie immer in unserem Depot-Rückblick-Aktien-Podcast. Jetzt schauen wir uns für alle Fußballkritiker natürlich an eine weitere Möglichkeit. Und das ist Twitter. Und ich war mal joggen und da habe ich ein Interview gehört mit dem CEO, also mit Jack Dorsey, er ist ja auch der CEO von Square. Und da dachte ich mir, Mensch, eigentlich Twitter musst du kaufen. Und dann sind die schon abgegangen und Twitter war für mich immer so eine Aktie, naja, so 20, 30 Euro. Und jetzt schaust dir an, wir stehen schon deutlich über, wir sind aktuell bei 60 Dollar. Die Durchschnittsperformance in den letzten 8 Jahren ist noch nicht wirklich viel, 3,96%. Der Markt scheint jetzt erst langsam das Potenzial zu erkennen. Hätte man auch hier 2013 1.000 Dollar investiert, wären daraus 1.342 Dollar geworden. Der Dividendenscore 2 von 15, es gibt noch keine Dividende. Der Wachstumsscore 9 von 15 Punkten. Die Umsätze wachsen doch sehr solide und auch hier glaube ich, dass man bald auf den Profit gehen wird. Analysten rechnen mit deutlich mehr Umsatz, mehr EBIT und mehr Gewinn. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, Twitter ist einfach, naja, das ist so eine Plattform, du kannst dich mit jedem auf der gesamten Welt über ein Thema unterhalten und das relativ kurz. Ziemlich coole Sache, die Anzahl der Aktien, sie steigt. Earnings per Share soll jetzt auch positiv werden. Eigenkapital wird aufgebaut. KUV kommt auch runter, dennoch sehr teuer, 12. KGV, wie gesagt, extra hoch im Moment, weil wir natürlich jetzt hier erst wenig Gewinne haben. Die Eigenkapitalquote 52%, Fremdkapitalquote 48%. Aber Twitter hat seit 2013 mehr Eigen- als Fremdkapital in der Bilanz. Die Bruttomarge enorm, 63%. Die EBIT-Marge ist schon bei 2,74%. Gewinnmarge noch bei minus 30. Aber es kommt natürlich bei solchen Unternehmen immer auf die Cashflows an. Und hier siehst du das, was ich meine. Man wird jetzt die Gewinnmaschinerie anschmeißen. Umsatz, Gewinn, Earnings per Share soll alles zulegen. Der Petrovsky F-Score 4 von 9 möglichen Punkten. Alle Aktienqualitätsscore 3 von 10. Dividendenadel 0 von 4. High Growth Investing 4 von 16. Jetzt kommen wir zu Electronic Arts. Und EA ist also wirklich ein tolles Unternehmen. Electronic Arts. Und das muss man tatsächlich einfach so sagen. Sie sind einfach hervorragend, weil sie wollen so viel Geld auch in Zukunft beim Mobile Gaming verdienen. Und wie viel Geld sie auch verdienen durch FIFA zum Beispiel, wenn da Leute sich irgendwelche Spieler oder Booster Packs kaufen, dieses Micropayment, das läppert sich natürlich. Die Durchschnittsperformance gibt uns recht. 20,4% im Schnitt. 1989 1.000 Dollar investiert, wären daraus 17.300 Dollar geworden. Der Qualitätsscore 13 von 15 Punkten gefällt mir doch sehr gut. Dividendenscore 9 von 15 Punkten. Wachstumsscore 7 von 15 Punkten. Und ich bin hier doch tatsächlich sehr begeistert. Analysten, und du siehst es hier, rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn. Wir sehen die Anzahl der Aktien, sie sinkt. Die Dividende wird jetzt bezahlt und soll zulegen. Das glaube ich natürlich auch. Shareholder Value wird jetzt einfach betrieben. Und solche Dividendenwachstumsunternehmen finde ich natürlich genial. Eigenkapital wird aufgebaut. KUV 7,8, auch in Ordnung. Schauen wir uns das KGV an. Auch hier, es kommt langsam runter, wird jetzt aber wieder mit der Fantasie natürlich gepaart mit Mobile Gaming, also geht es wieder hoch. Eigenkapitalquote 69%, Fremdkapitalquote 41%. Und
man hat jetzt auch wieder mehr Eigen- als Fremdkapital in der Bilanz. Die Bruttomarge 43%, EBIT-Marge 18%, Gewinnmarge 14%. Hervorragend. Hut ab. Kann man nicht anders sagen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz deutlich zulegen wird. Der Gewinn soll zulegen. Die Earnings per Share sollen zulegen. Und ich glaube, ich lege mich hier fest, die Dividende wird auch nochmal deutlich weiter steigen. Bei der Profitabilität, Petrovski F-Score 3 von 9 möglichen Punkten. Alle Aktienqualitätsscore 8 von 10. Wir sehen auch hier Dividendenadel 0 von 4. High Growth Investing 8 von 16. Fazit, cooles Unternehmen. Ich überlege tatsächlich hier selber einzusteigen. Und jetzt kommen wir als letztes, weil jeder braucht natürlich auch einen guten Fernseher. Und das ist Samsung Electronics, aber sie machen natürlich noch viel, viel mehr. Sie sind auch im Bereich der Halbleiter auch mit tätig. Also tolles Unternehmen aus Südkorea, gefällt mir doch sehr, sehr gut. Sie haben irgendwie so überall ihre Finger mit im Spiel, auch bei Haushaltsgeräten. 12 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren 16,4%. Wir sehen der Dividendenscore 8 von 15, Wachstumsscore auch hier 8 von 15. Also es ist für mich, wenn man Konsumgüter spielen möchte, elektronische Konsumgüter vielleicht, würde ich hier tatsächlich auch mit Samsung gehen. Natürlich haben wir eine gewisse Zyklik, aber der Trend geht trotzdem immer nach oben. Die Anzahl der Aktien geht zurück, man kauft also Aktien zurück. Dividende wird auch immer mal wieder angehoben. Earnings per Share steigt und fällt. Ausschüttungsquote völlig in Ordnung. Eigenkapital wird ordentlich aufgebaut. KUV 2,3, KGV auch hier 21 in Ordnung. Wir sehen die Marge auch hier 38%. 68% Eigenkapital, 32% Fremdkapital. Ich bin gespannt, auch hier. Also Samsung macht immer mehr Eigen- als Fremdkapital in die Bilanz. Wir sehen, Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr Gewinn, steigendem Earnings per Share und auch mal hier eine Sonderdividende. Dann sollte wieder auf ein Niveau zurückfallen, woher sie gekommen ist. Petrovski F-Score 7 von 9 möglichen Punkten, alle Aktienqualitätsscore 5 von 10, Dividendenadel 3 von 4, High Growth Investing 6 von 16. Fazit. Cooles Unternehmen, gehen wir nochmal zurück, hör dir gerne nochmal, wie gesagt, den Podcast an. Was würde ich gerne kaufen? Also tatsächlich finde ich EA ziemlich cool, Cloudflare habe ich, Pepsi möchte ich auch irgendwann nochmal kaufen. Jetzt möchte ich dich bitten, schreib mir nochmal in die Kommentare, welches dieser 11 Unternehmen hast du im Depot, was fehlt hier auch für dich? Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu mir einen Gefallen und bleib bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao!